Thank you.
So, wir sind soweit. Kamera läuft, Ton läuft auch. So, Thorsten Fädchen, euer Präsident Grün-Weiß-Schwerin. Heute ist ein erfreulicher Tag, nicht nur, weil es ein Tag nach der Republik ist, Einheitstag. Jetzt so ein eigenes Geschenk vom Verein. Wir gucken mal auf die Anzeigetafel. 36-33. Die zweite Halbzeit hat es ja nachher nochmal in sich gehabt. Der Verein lag dann doch kurzfristig mit 2 zurück. Hat heute stark gekämpft, was man ja erhofft hat. Und dann der erste Sieg. Vielleicht mal ein Statement jetzt vom Präsidenten zum Spiel. Ja, also ich muss sagen, also total, bin auch total mitgenommen. War wirklich eine runde Sache heute. Man hat gesehen, das, was mir am meisten gefallen hat, dass die Mädels einfach Moral gezeigt haben, dass sie an sich geglaubt haben und gesagt haben, heute gewinnen wir das Spiel auch. Und das hat man auch gerade gesehen in der zweiten Halbzeit, wo sie zurücklagen, dass sie dann einfach wiedergekommen sind, alle sich zusammengerissen haben und dann auch ein gutes Spiel dabei gemacht haben und die Kraft gehabt haben, das auch durchzuziehen. Begeistert, muss ich sagen. Also ich meine, der Präsident hat ja auch immer leicht den Kontakt zu seinem Trainerstab, vielleicht nicht unmittelbar zum oder vorm Spiel, aber es wurde Zeit, weil ja auch in den Köpfen wahrscheinlich dann was freigelegt wird, wenn auch in der eigenen Halle nun endlich mal der Sieg oder der erste Sieg in der Regionalliga eingefahren worden ist. Auswärts wurde ja letztens auch klar verloren. Genauso ist es, ne? Also ich habe ja gesagt, eingehend, als wir schon mal das erste Interview gemacht haben, dass es schwer wird, eine schwere Saison, aber die Mädels müssen lernen, daran zu glauben. Einmal, dass sie oben weiterspielen, aber dass sie auch gewinnen können. Und vor allem in der eigenen Halle, und das haben sie heute unter Beweis gestellt, die Einstellung von der ersten Minute hat gestimmt. Und das war, glaube ich, der entscheidende Fakt. Und ich glaube, wenn sie darauf aufbauen, dann werden wir hier eine Macht werden in der Halle. Das ist entscheidend. Ja, zur Halle müsste ich nochmal fragen. Man nennt sie hier auch unter Insidern die Hölle hier, die Hölle an der Reiferbahn. So kann es denn weitergehen? Die Stimmung war doch hoffentlich heute auch wieder gut, weil das Publikum hat ja auch lange gewartet. Ja, das stimmt. Also das muss ich sagen, die Stimmung war sehr gut. Viele Zuschauer, hoffe, dass sie uns weiter die Treue halten. Und je mehr wir natürlich gewinnen, glaube ich, umso voller wird es noch, ne? Dass der Rest auch noch gefüllt ist. Und dann müssen alle anderen erstmal kommen. Und dann glaube, wie gesagt, die Mädels haben erkannt, dass es geht und dass es über Einstellung geht und dass sie Handball spielen können, haben sie unter Beweis gestellt. Dann wird es auch was. So, wir haben alles gesagt, das Ergebnis, vielleicht kann das ja unsere Kamera nochmal einfangen, steht da dran, 36-33, jetzt gibt es erstmal ein Auswärtsspiel, dann erwarten wir hier alle wieder am 18. Oktober, hier zum nächsten Heimspiel, wieder altgewohnte Zeit, 16:45 Uhr, und dann hoffe ich, dass auch die Hölle an der Reiferbahn ihren Namen hält, auch während der Saison. Genau, hoffe ich auch, dafür bin ich eins klar, ciao. So, wir gehen zurück zu unserem Funkhaus und schönen Dach noch und gleich kommt Verkehrsfunk.